Warum sind Muslimen-Moscheen nicht miteinander verbunden? Ist genau dasselbe. Warum sind die muslimischen Moscheen nicht verbunden? Weil sie einen Hadith, einen Ayat vom Koran nicht praktizieren. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr in einer Sache in Zwiestreit seid, so führt es zurück zu Allah und führt es zurück zum Gesandten, wenn ihr an Allah und den Gesandten glaubt. Alhamdulillah. Und das ist der Weg. Aber viele von uns, die führen es zurück zu irgendeiner Sekte, zu irgendeiner Gruppe, zu irgendeiner Institution. Der hat halt seinen Patriotismus mit irgendeiner Gruppe. Und er ist nicht in der Lage, weil jeder Mensch kann Fehler machen. Jeder Mensch kann Fehler machen. Imam Malik, rahimullah, und das ist einer der größten Gelehrten der Ummah, der sagt, Kulluna radun wa mardudun alayh illa sahib hadha al-qabr. Von jedem von uns wird angenommen und abgelehnt, außer der in diesem Grab liegt. Und das sagt Imam Malik. Und es gibt sicherlich heute keinen Gelehrten, der so groß ist wie Imam Malik. Und Imam Malik sagt, innama ana basharun uhtiu wa usib. Fanzuru fi ra'yi, ich bin ein Mensch, ich liege richtig und liege falsch. So schaut euch meine Meinung an. فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا. Alles, was mit Koran und Sunna übereinstimmt, nimm. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَتْرُكُوا. Und alles, was mit Koran und Sunna nicht übereinstimmt, das lass. Das heißt, wenn wir heute Meinungsverschiedenheiten sehen, dann müssen wir zurückkehren zu Allah und dem Gesandten nach dem Manhaj der ersten Generation. Und das erklärt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, خَيْرُ نَاسِ كَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Die besten Menschen sind meine Generation, dann die dir folgen, dann die dir folgen. Er sagt, سَتَفْتَرِكُ هَذِي الْأُمَّةِ عَلَى ثَلَاثِ مُسَبْئِنِ فِرْقَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَحِدَا. Diese Umma wird schon 30 Gruppen spalten, die werden alle in der Hölle sein, außer eine. Sie wird gefragt, welche Gruppe? مَعَنَّا لَيْ الْيَوْمُ وَأَصْحَابِ. Die, die auf dem basieren wie ich und meine Gefährten. Deswegen müssen wir zurückgehen zum Verständnis von Koran und Sunna durch die Gefährten. Allah sagt in Surah 2, dort sagt er, Vers 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn sie so glauben, wie ihr geglaubt habt, sind sie rechtgeleitet. Allah sagt in Surah 4, Vers 115, وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولِ. Und wer sich dem Gesandten entgegensetzt, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Und nachdem ihm die Rechtstätigung klar geworden ist, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Und folgt einem anderen Weg als den der Gläubigen. Wer sind die Gläubigen? Die Sahaba. Dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat. Und den werden wir in der Hölle schmoren lassen. In Surah 9, Vers 100 sagt Allah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبْعُونَ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Die Ersten, die vorausgehalten von den Muhajirun und von den Ansar. Und wer sind die Muhajirun Ansar? Das sind die Sahaba. Und diejenigen, die ihnen mit Ihsan im guten Handeln folgen. Allah ist mit ihnen zufrieden, sie sind mit Allah zufrieden.